2. Okay, so das sind das ist die erste Technik aus unserem kleinen Workshop für Hohlarms, für Mordachseln, Wade. Und wir fangen an mit einem einfachen Versetzen. Wir zeigen es von dieser Seite. Also Fabian und ich stehen in der gleichen Hut. Er greift mich zum Kopf an. Und ich pariere zunächst mit der Leere, gehe da raus, nehme das mit dem hinteren Ohr ab, winde da rum, trete dabei wieder rein und gehe zu seinem Kopf. Okay, and now on English. So this is the first piece which we will use in our workshop on pole arms. And what you see here is Fabian and me standing symmetrically in the same posture, and he's attacking my head, and I'm first parrying with the void, so I'm avoiding his speed, and parry here on the outside of his weapon, turn around, now I can step in and go for a stand. Okay, and so that's the first of the techniques which will appear in our workshop. Thank you. So, okay, und bereit, los geht's, on, 1, 2, andere Seite, on, 1, Technik, die wir in unserem kleinen Workshop zu der Barbe und Mordachs benutzen werden. Ihr seht, ich beginne im sogenannten geschränkten Wechsel. Bei meinem Buch heißt es auch das geschränkte Abnehmen. Ihr kommt da relativ einfach rein, indem ihr vielleicht so aus dem Brustleger anfangt, die linke Hand oben am vorderen Ort, und dann geht ihr einfach in diesen rein. So. Doch mit der Mitte rum. So, Fabian greift mich wieder zum Kopf an, und alles, was ich mache, ist, ich pariere zunächst mal wieder, indem ich rausgehe. Gleichzeitig bewege ich meinen hinteren Ort nach oben und komme und habe dann eine relativ stabile Position, weil ich im Torwartgriff bin. Kann hier wieder umwinden, was es mir erlaubt, reinzugehen wieder und eben zu seinem Kopf zu schlagen. Okay, now in English. So, this is the second piece which we'll use in our workshop on Meyer's pole arms. And you see, I begin in the double Mittelhau, and I can start from double Mittelhau like this. You have your forearm like this, and then just drop the point towards him. And he's coming for me with Mortau going for my head, and all I do is I retreat, and in retreating, I wind my backboard here, and parry him here crosswise, and once I have him there, I wind him around, step in, and go for a step. So, that's the second piece. Zwei.
Das ist, auf Deutsch, das ist auf Deutsch. Okay, das ist das dritte Spiel, das wir in unserem Workshop benutzen werden. Und was ihr hier seht, sind verschiedene Ziele, die wir jetzt eben anvisieren, beziehungsweise verschiedene Timings, die eben dabei eine Rolle spielen. Wir fangen an. Warte mal, ja, so ist es, glaube ich, ganz gut. Wir fangen an, ich greife Fabian quasi mit einem Mordhau an, will zu seinem Kopf. Das erste, was er macht, ist, er nimmt mir das mit dem Blatt ab, fängt meine Mordlachs ein und bringt mich auf meine linke Seite, was eine ganz beschissene Position für mich ist. Und er hat dann quasi meine ganze Seite offen umzustehen. Das zweite, wenn er ein bisschen später ist, das heißt, ich bin ein bisschen schneller, er ist vielleicht ein bisschen später, dann hat er immer noch mein Handgelenk als Ziel, wo er mich immer noch sehr schön kontrollieren kann. Hier macht er genau das Gleiche. Er bringt mich auf die linke Seite und kann dann hier in die Öffnung stechen. Ja, ja, bitte. Für größere Menschen, also das empfiehlt sich für kleinere Leute. Bei größeren Menschen ist es auch so, wenn ich also angreife, er kann auch nach oben aufmachen und eben dann angreifen. Okay. Das dritte, wenn er eben mein Handgelenk verfehlt und durchsticht, kann er immer noch auf meinen Oberarm gehen, genau, drück mal einfach weiter, bis ich fliege. Und kann mich damit zu Boden bringen. Und das vierte, wenn er viel zu weit reinkommt, aber er kann das auch gezielt machen, da ist das Ziel mein Hals. Das heißt, er sticht durch, hakt hinter meinem Hals ein. Und kann jetzt mit einem einfachen, der ist hier oben geschützt. Ja, also ich komme hier nirgendwo weiter, jetzt kann er einen einfachen Schritt raus machen. Oder, genau, und zieht mich weg. Oder andere Variante, wir zeigen es noch mal anders. Andere Variante, er bewegt sich einfach auf uns zu. Mal, zieht. Er bewegt sich einfach auf uns zu und damit liege ich auch am Boden, wenn das möchte. Okay, so, that was the German part. Now, we do this in English again for all our English-speaking watchers. So, this piece which we use, which is a third piece that we use in our little workshop on bias polearms, is about targeting. And the first target that he is aiming for is my weapon itself. So, I'm coming with a mortar, going for his head. He's catching my weapon, brings me on my left side, and has an opening that he can work on. If he's a little bit late, he can also catch my wrist. So I'm coming here, he catches my wrist and can do the same thing, has the same opening he can work on. If he's even later, he can... if he's even later, he can go and fall on. Yeah, make both. Okay. So we have two versions here, so if you're a taller one, if you're a taller one, you can also bring this up. If you're a smaller guy, don't do this, it's better to bring the other one down then. Okay, number three, he is standing here, going for my wrist. And thus he can bring me to the ground. Okay. And the last one is he's aiming for my neck. So I'm coming again. Here's the opening. He's aiming for my neck. And now he can switch feet and just pull me. Or, and we show this from the other side. Or he can make a step outwards. Okay, up. And bring me down here. So, this is the technique number three that we will do in advance for the plays that we do with you. Right.
Das ist die dritte Technik, die vierte Technik, die wir in unserem kleinen Workshop zu Myers in Bad und Montags benutzen werden. Wir fangen an mit Brustliege. Also wir haben die Hinnebade oder die Wortachse sich auf der Brust. Wir sind gespiegelt, das heißt, haben wir den rechten Fuß vorne, den linken Fuß vorne. Und aus der Position raus kann ich relativ viel Kraft entwickeln, wenn ich da in die Bindung gehe, auf seine Außenseite und reintrete. Dadurch mache ich ihn auf und kann mir erlauben, zuzustechen. Er mag es nicht und wird unten durchbinden. Kontrolliert mich hier genauso, also geht auch dort in die Bindung und sticht zu meinem Kopf. Wenn ich das merke, dass er da was Böses vorhat, weil ich ihn nicht mehr spüre, weil die Bindung weg ist, trete ich raus und komme mit der Wortachse von oben und habe damit auf die größere Reichweite. Okay, so in English again, this is the force play, which we will use as a preparation for the plays we do in our workshop on pole arms. And we begin both in the so-called posterior Brustliege. So you have your pole legs on breast, and we stand mirrored. So he has his right foot forward, I have my left foot forward. And I begin with winding on his outside and stepping out with my right foot. And this way, since I have both in the motorcycle grip, I can press outward with my whole body. Okay? And from here, it's easy for me to step for a space. He doesn't like this, of course, and will wind through, goes into binding again to control my weapon, and steps for my face. If I'm aware that something bad is happening here, I will retreat, and in my retreat, I do a ward hop. And since he has his weapon gripped like this, his reach is shorter than mine, so I can reach him with my ward hop.